Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Pathfinder Kingmaker. Wir sind hier oben in unserem, ja, in unserem Bett gewesen, haben ja All diese seltsame Begegnung letztes Mal gehabt und ja, schauen wir uns mal um, was wir jetzt zu tun müssen. Was sind eigentlich unsere letzten Aufgaben? Na gut, hier steht nichts mehr drin, weil das ist Tagebuch. Gestohlene Lande. Zum Handelsposten gehen, den Handelsposten beschützen, im Handelsposten ausruhen. Okay, getan. Die Schwertposten, ja. Okay, das ist erledigt. Was? In Schwertfluss und Jamandia durchs Anwesen ein Versteck finden und öffnen. Diese Aufgabe können wir von der Liste streichen, okay. Oh. Wir brechen zu unserem ersten Abenteuer auf, okay. Ich muss zum Lager der Banditen an der Dornfurt aufbrechen. Wird er mit jemandem reden und sagt er, er wisse, wo die Banditen lagern, die den Handelsposten attackiert hätten. In diesem unheilvollen Nebel, der über dem gesamten Gebiet liegt, werden wir die Festung des Hirschkönigs niemals finden. Aber wenn wir diese Bande aufspielen, können wir ihre Spur verfolgen. Ah ja. Okay. Gut, dann schauen wir mal, was... Lizzie, ein Halblingsmädchen mit zersausten Haaren und staubiger Reisekleidung, kaut auf ihrer Schreibfeder herum. Einen Augenblick. Ich formuliere... Wie formuliere ich das? Ah, ich hab's. Sie kritzelt hastig etwas in ein Notizbuch, das mit Versen gefüllt ist, hebt dann den Blick und grinst. Oh, hallo. Erzählt mir von euch. Ihr kommt aus Petax, nicht wahr? Erzählt mir davon. Erzählt mir von dem Buch, das ihr schreibt. Was hat das mit dem Ring auf sich, den ihr immer am Finger tragt? Geht und kehrt nie wieder zurück. Ich will euch nie wieder sehen. Ich muss gehen. Was wollt ihr wissen? Woher kommt ihr? Ich bin von überall. Ha, ich wurde in Galt geboren. Okay, das ist mir zu viel. Einem winzigen Dorf, das nicht einmal auf den Karten zu finden ist. Ohne meinen Lehrer würde ich noch immer dort leben. Ziegen melken, Rüben ziehen, Schnaps trinken... Kinder kriegen und Bücher nur als Zunder verwenden. Wer war euer Lehrer? Er war ein Heiliger. Er hatte einen hohen Posten in der Hauptstadt, in der Kirche von Schelin. Aber er bekam Ärger mit den Behörden und ging freiwillig ins Exil. In das windigste, gottverlassenste, priesterloseste Dorf, das er finden konnte. Das Dorf, in dem ich geboren wurde. Er wollte eine Schule eröffnen. Aber die Dorfbewohner haben ihn nicht gelassen. Du kannst uns heilen, so viel du willst, aber setze unseren Kindern bloß keine Ideen in den Kopf. Das lenkt sie nur von ihrer Arbeit ab. Aber er hat mich trotzdem unterrichtet, heimlich. Er hat mir das Lesen beigebracht, das Schreiben. Er hat mir Bücher gegeben, Gedichte, Legenden. Er war es, der mir von den Erzrittern von Avistian erzählt hat. Und als ich ihm gesagt habe, dass ich auf eine Reise gehe, hat er mir einen magischen Ring gegeben, damit Schelin mich vor Schaden bewahrt. Dann ist die Ringfrage gleich erklärt. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit ich von zu Hause fortgelaufen bin. Hoffentlich geht es ihm gut. Ich bitte Schelin jeden Tag, ihm ein langes Leben zu schenken und neue Schüler. So, Erzritter. Oh, habt ihr noch nie von ihnen gehört? Wie ein Held eine der epischen Geschichte seit Anbeginn aller Geschichten nicht kennt. Sie, nein, ich werde nicht vorgreifen. Ihr solltet das selbst lesen, jedes einzelne Kapitel. Ihre Abenteuer haben mich überhaupt erst auf die Idee gebracht, auf eine Heldenmission auszuziehen und darüber zu schreiben. Und nun seht mich an, hier bin ich, auf einer Heldenmission. Oh je. Wird immer mehr.
Als ich erkannte, dass es für mich zu Hause nichts gab als Radieschenbeete, beschloss ich fortzugehen. Eine fahrende Buchhändlerin kam zufällig in unser Dorf. Tessie, die Schreibfeder. Nun, ich habe mich an sie geheftet wie eine Klette und keine Ruhe gegeben, bis sie mich als Lehrling aufgenommen hat. Gemeinsam sind wir überall hingereist. Nach Brevori, Taldor und sogar nach Ustalva. Ustalav. Und dann erfuhr ich von der Akademie der großen Künste in Pitax und dachte, ich lese so gerne Geschichten, da kann ich gewiss auch lernen, sie zu schreiben. Ich wurde gleich aufgenommen und bekam sogar ein Stipendium. Gut, dann haben sie mich rausgeworfen. Aber das ist schon in Ordnung. Die wichtigsten Sachen hatten sie mir schon beigebracht. Und nun mit Schädel und Zelfe komme ich allein zurecht. Bete die Schädel an. Ja, ich will den anderen Göttern nicht zu nahe treten, aber sie ist die wichtigste von allen. Die ganzen anderen Götter bewachen die Welt, wie sie ist. Aber nur die ewige Rose, die Göttin der Schönheit, ruft uns zu der Welt, wie sie sein sollte. Warum ist eure Kleidung so schmutzig? Lindsay winkt ab. Ich kann kein Geld auf mein Aussehen vergeuden. Ich kaufe lieber Bücher. In hunderten Jahren, wenn die Leute meine Werke lesen, werden sie nicht fragen, ob die Autorin Löcher in den Ärmeln hatte. Ich möchte euch noch etwas anderes fragen. Oh, ich habe doch hier alles jetzt durchgefragt. Erzählt mir von dem Buch, das ihr schreibt. Ihr kommt aus Pitax, nicht wahr? Ich liebe Pitax, auch wenn sie mich rausgeworfen haben. Eine Stadt der Freude. Okay, ich mache jetzt mal kurz schneller. Ich muss gehen. Brecht nicht ohne mich auf. Okay. Also, wir können jetzt mit... Okay, das ist dies neu. Also ich versuche mal nicht mit den Leuten jetzt gerade zu reden. Vielleicht mache ich das mal offscreen, aber das ist ein sau viel Text. Und in so ein kleines LP das reinzuquetschen ist vielleicht nicht so toll. Die Elfin mustert dich durch das vierte Haar in ihrem Gesicht. Hey, ihr seid ein Abenteurer, oder? Wollt ihr in den Raubland euer Glück machen? Da seid ihr hier nicht der Einzige. Wenn ihr meinen Rat wollt, haltet immer Augen und Ohren offen. Ab und an sind eure vermeintlichen Freunde gefährlicher als eure Feinde. Die Stimme der Elfin nachzuurteilen, hat sie den Tag mit einem Krug Wein begonnen. Wer seid ihr? Die Elfin knurrt verächtlich. Anuriel Achtauge. Ich war in Absalom eine echte Berühmtheit. Anuriel Achtauge von den sorgenlosen Sechs. Tja, aber Ruhm ist vergänglich. Kaum vergehen ein paar Jahrzehnte, erkennen einen auf der Straße kein Schwein mehr. Eine Schande ist das. Oh je, die haben immer so viel Text. Was macht ihr? Ich sitze hier und warte auf Abenteurer, die Hilfe brauchen. Wir sitzen hier zwar in einer Taverne am Arsch der Welt, aber in Absalom habe ich viele Freunde, die sich gerne ein paar Münzen verdienen würden. Sie haben mutige Herzen, aber ständig leere Taschen. Ein wenig Gold wäre für sie eine willkommene Abwechslung. Wenn ich ihnen eine Nachricht schicke, kommen sie durch ein Portal von Absalom hierher. Falls ihr interessiert seid, lasst es mich wissen, dann können wir sofort alles regeln. Ich brauche treue und erfahrene Kämpfer. Ich hätte solche Freunde. Sagt mir nur, was genau ihr braucht, dann hole ich sie her. Das Ganze kostet euch 2000 Goldstücke. Ich muss darüber nachdenken. Warum nennt man euch Achtauge? Vor langer Zeit konnte ich einen Gegner ausmachen und an die Wand nageln, bevor er wusste, wie ihm geschah. Die Leute sagten, ich hätte 8 Augen und würde alles sehen. Aber wie es aussieht, habe ich meinen Spitznamen wohl überlebt. Anuel streckt ihren Arm aus, ihre Handfläche zittert. Ich habe in letzter Zeit so viel getrunken, dass ich meine Fähigkeiten lieber nicht allzu oft auf die Probe stelle. Wo wart ihr, als der Handelsposten angegriffen wurde? Ich war auf der Jagd. Hatte mich im Nebel verlaufen, was mir bis dahin noch nie passiert war. Ich schätze, ich sollte weniger trinken. Aber denkt nicht, ich hätte Angst vor einem guten Kampf.
wenn ich gewusst hätte, was ich verpasse. Aber wie ich sehe, habt ihr alles im Griff. Wollt ihr euch mir anschließen? Nein, ich habe schon genug zu tun. Was solltet ihr besser selbst regeln? Eine berühmte Kundschafterin im Nähe. Ihr werdet wissen, wie jemand das Leben als Kundschafter gegen ein Rattenloch eintauschen kann, das Licht in einer Reihe verlöscht, als hätte jemand eine Kerze ausgebrannt. Verliert ihr erstmal alle eure Freunde wegen eines Mistkerls, dann werdet ihr es verstehen. Ich bin die einzige Überlebende des letzten Feldzugs der sorglosen Sechs, und was von mir übrig ist, kann man nicht mehr als Sucherin bezeichnen. Sie schweigt eine Weile, als würde sie sich fragen, ob sie diese alte Wunde aufreißen möchte. Hier ist meine Geschichte. Unser Anführer Wermelt war der Beste von uns, weil sie mutig mit allen befreundet. Und einer dieser Freunde, Advion Atrisand, schickte ihm einen beunruhigenden Brief. Er war auf einige alte Bücher über die Kunst der Nekromantie gestoßen. Derartige Geheimnisse sollten am besten für immer verborgen bleiben. Glaubt mir, ich habe gesehen, was diese Art von Magie anrichten kann. Die Elfin beißt sich auf die Lippen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Die besagten Folianten waren angeblich in den Katakomben der Galgenkopfs versteckt. Wir beschlossen, die Bücher zu bergen und in die Obhut der Gesellschaft zu geben. Gesellschaft der Kundschafter. Also trafen wir uns in einer Taverne, besprachen die Expedition und brachen dann nach Ustalaf auf. Es war eine ganz normale Mission, ein schneller und entspannter Bergungseinsatz. Anoye lächelt verbittert. Aber dann erwies sich alles als wesentlich komplizierter. Wir kamen nur mit Mühe durch den Hexentorwald. All die lebenden Bäume dort und tote Druiden und ihre Knochenbögen. Es war ein Wunder, dass wir den Wald überlebten. Wir beschlossen, an der Kirche von Rent zu rasten. Sie war auf Wermels Karte als vergleichsweise sicherer Hafen vermerkt, in dem wir unsere Wunden lecken konnten. Ich wünschte, es wäre wirklich so gewesen. Vermel starb als erster. Er wurde von einem der Monster angegriffen, die sich im Stall versteckt hatten. Es schleuderte ihn herum wie eine Feder und warf ihn schließlich in einen alten Baum. Es dauerte lange, bis sein Schrei verhallte, und ich habe keinen Aufprall gehört. Und dann, Andoria verdeckt ihre Augen und wendet sich ab. Schluss damit. Ich hätte nicht damit anfangen sollen. Wer bin ich schon, dass ich... Okay. Ich muss gehen. Das bringt mir nichts, aber wir haben hier noch sie. Was kann sie uns sagen? Guten Tag, ich hoffe, es geht euch gut. Nach dieser Schlacht. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ich will euch wirklich nicht aufhalten, aber falls es euch kostbar ist, erlaubt, hätte ich eine kleine Bitte. Was wollt ihr mich fragen? Erzählt mir von euch. Ja. Svetlana senkt den Kopf. Das ist eine sehr persönliche Bitte. Und vielleicht ist sie eurer wertvollen Zeit ja gar nicht würdig. Ich würde es absolut verstehen, wenn ihr ablehnt, aber als die Handlanger des Hirschkönigs das erste Mal hierher kamen und Geld verlangten, nahmen sie mir auch meinen Ehering. Sie rissen ihn einfach von meiner Hand. Es ist nur ein wertloses Schmuckstück, bedeutet mir aber sehr viel. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als Oleg mir diesen Ring an die Hand zu mir kam und mich fragte, ob ich ihn heiraten würde. Ich stand mit meinem hübschen Kleid auf der Treppe des Hauses meines Vaters und fürchtete, ich hätte mich verhört oder könnte etwas Dummes sagen und alle würden über mich lachen. Held Inno schüttelt langsam den Kopf. Solltet ihr meinen Ring unter den Habseligkeiten der Banditen finden, bringt ihn mir bitte zurück. Es ist leicht zu erkennen. Auf der Innenseite ist mein Name eingraviert. Svetlana senkt ihre Augen und sagt mit leiser Stimme, da wäre noch etwas. Unter den Banditen ist eine dunkelhaarige Frau mit zwei Äxten. Sie ist eine schlechte Kämpferin. Sie ist keine schlechte Kämpferin. Im Gegenteil, sie ist äußerst gefährlich und grausam. Aber bitte, ich flehe euch an, verschont sie, wenn ihr die Chance dazu habt. Ich helfe euch gern, ich kann nichts versprechen, aber falls ich eine Stolpe, bringe ich euch zurück. Sagen wir erst das. Oh, ich bin euch für eure Hilfe sehr dankbar. So, ich muss gehen, dann haben wir das auch gemacht. Svetlanas Ehering. Interessant. Wow. Hey, Gluttasche.
Ah! Sie kämpft an einer von den Puppen. Ich hab mir schon gedacht, was. Wer kämpft da? Oleg. Seid gegrüßt. Oleg scheint bester Laune zu sein und begrüßt dich freundlich. Diese tun nicht gut, ihr habt die ordentlich gerupft. Aber egal, neuer Tag, neue Probleme. Habt ihr den Nebel gesehen? So etwas habe ich noch nie erlebt. Die Straße nach Restrov sieht aus, als hätte jemand Milch verschüttet, die nun in der Luft schwebt. Ich habe in dieser Suppe rein gar nichts gesehen. Nicht einmal mit einer Fackel. Wenn ihr mich fragt, ist das Hexerei. Das ist garantiert das Werk des Hirschkönigs. Angeblich hantiert er mit allerlei bösen Zaubern. Erzählt mir von euch. Ich muss dem Hirschkönig das Handwerk legen. Wisst ihr etwas, mit mir helfen könnt, ihn zu finden? Erzählt mir von der Bande des Hirschkönigs. Okay, wird jetzt schwierig sein. Was ist mit Bocken? Ach, das ist der Alchemist, oder? Okay, das hat der Alchemistenfeuer. Kostet 20. Wie viel habe ich? Ich habe 700. Stab Magierrüstung. Schneeball. Oh, Schneeball war ein starker Zauber. 1d6 Kälteschaden pro Zauberstufe. Rindenhaut. Warum haben die keinen Heilstab? Ein Heilstab wäre mir lieber gewesen. Okay. Uns fehlt noch jemand. Oder? Also, ich habe die Barbaren gesehen. Aber ich habe nicht die andere gesehen. Ah. Time's not waiting. Die Schildträgerin. That is not far. Die Barbaren ist hier. Ah, da oben ist er. Ah, man sieht seine Freunde sieht man wohl im Voraus. As it should be. Okay, wir haben viele Tiere hier. Reden wir mit dir noch. Wir unterhalten uns. Marie, so ist der Chef. Also gut, raus damit, ich höre. Wir unterhalten uns nur, gefällt das euch nicht? Danke, dass ihr mit mir gesprochen habt. Wir unterhalten uns später wieder. Okay. Die wollen alle immer nur reden. Und ihr könnt mir gern sagen, ob sich das lohnt und ob ich das hier machen soll, weil das Problem ist, wenn ich hier allein die Optionen sehe. Ja, danke für das Gespräch. Dann denke ich mir auch, oh je, das ist doch. Will man das sehen? Also ich bin teilweise. Nicht erpicht, wenn ich hier jemanden zusehe, dass ich mir so ein elendig langes, so elendig lang anhöre, wie die Person, was die sagen. Das ist ja eher etwas, was man vielleicht. Oh. Ist das eine schwere? Das ist eine. Wo war die? Und ich muss mal verkaufen gehen. Hab ich ganz vergessen. So, zeigt mir eure Waren. Beschlagene Lederpanzer. So, Lederrüstung, langer Kompositbogen,
kann man auch verkaufen. Ein paar Kurzschwerter kann man auch verkaufen. Tatsche kann man auch verkaufen. Okay, hier kriege ich nur Geld und was können wir können sogar Eier kaufen. Weiterreichende Zauber, dafür habe ich nettes Geld. So. Okay. In due time. Heftiger Angriff. So, wir haben dann zumindest mal die Karte erkundet. Ich hätte gern eigentlich lieber noch einen Priester in meinem Team. Oder irgendwas, was richtig heilen kann. Aber bisher sind wir wohl nur mit Kämpfern gesegnet. That is not far. Für den Anfang wird es wohl reichen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Hoffe natürlich, ihr seid bereit, den Folgen-Button zu nehmen, da ich eher sehr sporadisch gerade aufnehmen kann. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und wie gesagt, ihr könnt mir auch gerne sagen, wie ihr das findet mit den einzelnen Leuten. Ob das für euch so okay ist, wenn ich das jetzt immer ein bisschen kurz halte, damit wir einfach mehr vom Spiel sehen, oder ob ich das doch ausreden soll, wobei ich finde, das dauert mir zu lang. Ich wüsste aber trotzdem gern, was ihr davon haltet. Also dann, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.